Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown. Es ist mal wieder Rumble-Zeit. Jo Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann drückt gerne auf Abonnieren, direkt daneben auf das Glöckchen auf Aktivieren und dann kriegt ihr immer eine neue Benachrichtigung, wenn wir ein neues Video hochladen. Zudem könnt ihr gerne mal ein Like da lassen, dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Leute, die Glock! Ja, wir kämpfen gegen die German Bulls 3, Matchmaking Ranking 114, 38.606 zu 37.833. Da würde ich mal sagen, hier muss jetzt was passieren, damit wir das nicht noch irgendwie zum Schluss verlieren. Aber ich glaube, die hatten 48 aktive schon, also sprich, wenn ich jetzt auch nochmal hier fast 1000 Punkte hinballere, da haben wir jetzt die Kotztulle oder Kotstulle? Eine Kotstulle? Ernsthaft? Okay. Aber muss ich sagen, also der Name auf jeden Fall sehr kreativ. Was habe ich hier gerade für ein Deck drin? Habe ich das falsche Deck drin oder was? Kann eigentlich nicht sein. Aber, ja, nee, okay. Jetzt, also Cadet Hill. Ja, ihr habt wahrscheinlich auch an diesem neuen Event mitgemacht, wo es um die Mythic ging. Hat ja jetzt doch ziemlich lange gedauert, bis wir da die Gewinnbenachrichtigung bekommen. Ich habe schon echt angefangen zu zweifeln an allem, weil es hat doch mega lange gedauert. Bazooka Sharks jetzt hier als nächstes gespielt. Und das erste Match mit 94 Punkten beendet. Okay, auf geht's in Match Nummer 2. Wah, ba, bam, bam, bam. So. Ja. Aber ich hätte jetzt echt nicht gedacht, dass es tatsächlich so eng wird gegen die German Bulls 3. Was natürlich für alle Nachrückenden jetzt richtig brutal wird. Also jetzt wird irgendeine Gilde, keine Ahnung, auf bei einem Kampf um Platz 300 dann richtig den Frack voll bekommen. Die tun mir jetzt schon leid, weil die German Bulls 3 tatsächlich hier doch ein sehr starkes, solides Team haben, so wie es aussieht. Und uns hier wirklich Konkurrenz machen. Also jetzt Lord Griffin. Ich weiß, ich hätte jetzt hier die Tom Landry Middle School spielen können. Aber ich möchte tatsächlich erstmal hier den Lord Griffin haben. Weil er ja sowieso alles weg. Und der heilt dann auch nochmal, falls noch irgendetwas gewesen wäre. Gut, da oben ist eine Tina drin, die macht ja keinen Schaden. Heißt, von der Seite betrachtet hätte jetzt gar nichts mehr passieren können. Aber lieber auf Nummer sicher gehen. So, dann das zweite Match jetzt mit 100 Punkten beendet. Und dann gucken wir mal. Jo, nächstes Match. 8 Stück sind noch offen. Gucken wir, wer der nächste Gegner ist. Schauen wir einfach mal rein. Das ist Osiris 252. Osiris, okay. Osiris ist doch ein ägyptischer alter Gott. Osiris. Machen wir mal hier den Waffensicherheits-Peter. Ja, das reicht jetzt nicht ganz, aber sehe ich als überhaupt nicht kritisch an aktuell. Stuffington Academy. So, Honey Bucket Student wäre eine Möglichkeit oder eben der Director Peter. Ja, machen wir mal den Director Peter. Der würde wenigstens auch noch mit nach vorne punchen. Und hat noch die Bodyguard-Funktion. Also alles super. Alles super, kleiner Puppa. Osiris
wird jetzt hier besiegt, aber ich denke mal, wenn sich irgendwann das Tablet erholt hat, dass es vielleicht auch wieder nur 95 Punkte werden oder so. Das ist einfach mal so eine grobe Vermutung. 95 Punkte. Ungefähr 15 Schaden, denke ich, werden das sein. Gucken wir mal. Also Haley. Jetzt noch gespielt. Ah, es könnte sogar sein, dass da noch mehr bei rauskommt. Na, 95. 99 sind sogar. Wow. 99 Punkte. Sehr schönes Ergebnis. Yeah. So, auf ins nächste Match. So, wir haben noch ungefähr 35 Minuten zu spielen. Gegen Loki 86. Obedience School Brian, CIA-Student, mega geil, macht 41 Schaden. Ich fange auf jeden Fall mit der Stuffington Academy an. Eine solide Schulekarte, mega cool. Ja, dann machen wir doch einfach mal hier den CIA-Student mit hinzu. Der puncht jetzt, ja, mit sowas habe ich schon fast gerechnet. So, aber das ist mir jetzt an der Stelle auch erstmal wurscht. Ich werde jetzt hier den Push von der Seite noch mit dem Kleiderschrank machen. Der CIA-Student heilt sich sowieso immer wieder hoch. Aber jetzt wird es dann doch kritisch. Jetzt muss der Teufel Bobby tatsächlich hier es durchrocken. Und jetzt habe ich tatsächlich echt ein kleines Problem. Brian muss jetzt erstmal starten, durchstarten. Und ich muss jetzt viel, 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 viel blocken. Ganz viel blocken. Welche Möglichkeiten habe ich? Der Schüler Brian, das ist alles nicht wirklich gut. Macht jetzt nichts, komm. Der heilt sich nochmal hoch. Das heißt also, wir werden danach 27 Leben mehr haben. Das sind 60 Leben. Und damit kommt dann letzten Endes hier der Biegeschulabschluss nicht so wirklich komplett durch. Das kann natürlich für mich jetzt auch kritisch werden. Ich habe aber nochmal einen 8er Push. Das heißt, wenn jetzt die Karte nicht gerade über 45 Leben hat, die da an Slot 2 kommt, dann sollte dieses Match an der Stelle bereits beendet sein. So, okay, wir kriegen hier noch was. Was passiert jetzt hier? Ja, und es sind nur 28 und damit habe ich das Ding gewonnen. Wäre natürlich gar nicht mal so schlecht gewesen, wenn jetzt der Brian in Disguise komplett weggegangen wäre. Er wird sich jetzt nochmal hochheilen, aber es werden einige Punkte verloren gehen. Ich schätze mal, ich werde irgendwo bei 80 Punkten zum Schluss landen. Aber ich habe das Match wenigstens gewonnen. 80 Punkte sind besser als 7. Kurzschule für Hochbegabte kommt noch nebendran. Und dann sind wir damit safe durch. Sorry für die Lags. Aber ich habe schon versucht, den Account auf ein anderes Gerät rüberzuziehen. Aber seltsamerweise 75 Punkte. Spinnt dann das Spiel. Und hat mir dann einen komplett neuen Account angelegt. Da habe ich dann plötzlich ein Tutorial und keine Ahnung was. Also irgendwie überhaupt nicht schön. Da muss ich mir was einfallen lassen. Irgendwie muss ich eine Möglichkeit finden, den Account mal richtig rüber zu safen. So. Dann sind wir jetzt bei 39k fast. Ich hoffe, die werde ich jetzt voll machen. Gegen die Hängegitte 78. Die Hängegitte. So, Stuffington Academy, auch hier wiederum eine ganz gute Möglichkeit. Da haben wir Gas, Heilen. Das werde ich auch machen. Children's Author ist auf jeden Fall eine gute Karte. Sehr, sehr effektiv. Hat viel Gas. Cripple All und davon auch nicht zu wenig. Das sind 14 und Heal All.
Das sind also super Werte. Und wenn ich jetzt hier an der Stelle auch noch hingehe und mache jetzt hier noch einen Mountain Climber Beater hin, dann kommt da oben der Philip J. Fry auch nicht mehr durch. Children's Author oder Children's Author hat die Bodyguard-Funktion plus noch das Schild, das ziemlich gewaltig gerade ist. Und der Stewie hat jetzt keinen Schaden mehr einkassiert. Das wäre natürlich eine geile Sache, aber auch Art of War ist cool. Letzten Endes muss ich mich aber hierfür entscheiden, für Count of Monty Hall. Erstens haben wir Blutsauger, wir haben Revanche und der Blutsauger ist ganz gewaltig stark hier an der Stelle. Naja gut, das goldene Schild von Art of War hätte jetzt da vorne geholfen, aber der kriegt trotzdem seine 100. So, also, das Match ist auf jeden Fall gewonnen. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr geil. So. Mal kurz den Zwischenstand jetzt checken nach 5 Matches. Wir gucken mal ganz kurz hier rein. Da der erste irgendwas 986 oder was ich da gesehen habe. Wir haben 48 Aktive gehabt. Wir gucken bei uns rein. Also nicht wir, sondern die German Bulls 3 hatten 48 Aktive. Wir haben hier zwei glatte Tausende. Mega krass. Abdem Zardos. Eine glatte 1000, Congrats, Tim May 999, 2AZ 999, El Mosquito 997, Nutty Nate 995, Junkhead 991, Henny 991, Spider 990, Lord Ado 988, Top Das 987, Brownie 986, Swiss Shogun 985, Mark Foul 976, Benita 973, Tularis 970, Dytronic 964, Der Pate 930, Exame 931, Nico 6 931, Mimo 931, Chris 958, Georgios 955, A 944, Tommy 928, Sonja 913, Sean G 913, Aerodynamic 913, Gecko, Sislord, Homer J, Tomato Sour, Alessio, Manuel K, Krankus, Teklis, Eat Fresh Food, Tatiana, Michael Apokalyptica, Thomas Cookie, Ulrike K, Herr Gleich und Anska. Gerade mal 44 Aktive diesmal. Das wundert mich. Also, wir hatten in den ersten Matches deutlich viel mehr. Aber gut, schauen wir einfach mal, was jetzt passiert. So, da Philip J. Fry, der dürfte jetzt durch die Chicken Fight gleich weggeballert sein. Das sieht sehr gut aus. Dann haben wir jetzt hier mal die Bazooka Sharks auf Slot 2. Dazu machen wir den nicht. Wir machen auch, ja, doch, kommen die machen wir. Dann haben wir nämlich einen 19er Punch nach vorne, Batatschatina. Und jetzt noch der Stan und das war's. Eine glatte 100. Na, es werden wahrscheinlich 99 werden. Ich vermute, Damage da noch wird noch vorne drauf sein. 99, sehr geil. 99 Punkte. Noch 4 Matches offen. Wenn wir ganz gechillt fertig machen. So, dann sind wir. Also die hatten jetzt 48 Aktive gehabt. Wir haben jetzt, na, das kann immer noch kippen, also das ist noch gar nicht rum. Zwei Leute könnten theoretisch dieses Match entscheiden, was mir überhaupt nicht in den Kram reinpassen würde. So, Wooden Ape und das, weil irgendwie gerade ein paar Leute inaktiv sind. Aber wir haben ja, wie gesagt, noch eine halbe Stunde und zum Ende hin. Am Ende kackt die Ente, ne? Diorama Jean. Und hier die Tina noch hinterher. Und dann haben wir die schlimme Tina. Mega geile Karte. Ich liebe diese Karte. Schlimme Tina. Mega fett. Wooden Ape. German Bulls 3. Ja, jetzt muss ich wieder warten, bis sich das Tablet erholt. Yippie-yay. Da kommt Freude auf.
Ja, das ist schon krass. So, und das bei einem normalen Kartenspiel. Yippie. Wobei man dazu sagen muss, dass die Effekte leider Gottes meiner Meinung nach auch total überflüssig. Wäre schön, wenn man die Effekte irgendwie ausschalten könnte. Hier dieses ganze Bling-Bling und so, das scheint irgendwo auch ein Stück weit Einfluss zu nehmen. Ja, das braucht kein Mensch, wenn dadurch das Spiel fast unspielbar wird. So, Wooden Ape. Wäre cool, wenn man es ausschalten könnte. So. Wie viele Matches haben wir jetzt noch? Drei Stück, ne? Immer noch drei. So, jetzt sind wir tatsächlich. Wir sind noch nicht safe durch. Das Ding ist noch nicht fertig. So, wir können jetzt hier Xing-Lila Art of War, einäugige Sexsäue. Ich fange jetzt einfach mal mit der Biegeschule an. Dann schauen wir mal, was passiert. So, der kommt jetzt mit Big Boy Karate. Das ist jetzt einfach nicht wahr. Komm, wir machen Obedience School Brian. Obedience School Brian ist mega fett. Ist eine richtig geile Karte. Und das war auch, glaube ich, gut so, dass ich das so gemacht habe. Oh mein Gott, der ballert mir gleich hier richtig Schaden rein. Da oben, ich mag den überhaupt nicht, deswegen bin ich froh, wenn der gleich weg ist. Jetzt hier den Gaga-Ball hinterher. Er darf jetzt auf keinen Fall nochmal seine Bombenattacke da ansetzen können. Und damit ist das Ding jetzt vorbei. Ja, Tom Landry Middle School nochmal nebendran. Gagaball heilt sich hoch. Also beziehungsweise, was heißt heilt sich hoch? Hat schon Full Life. Hier vorne. Der Brian. Schafft es vielleicht jetzt auch noch. Jawohl, der hat sich nochmal komplett hochgeheilt. So, Cell Hack. Mega geil. Ja, zwei Matches noch, oder? Zwei Matches noch. Gerade mal 2000 Unterschied. Das ist erschreckend. So, jetzt haben wir hier verschiedene Möglichkeiten, ne? Das ist ein 92er. Rier, Rier. Ich muss hier mit dem Bobby erstmal ran. Und dann, das war. Oh. Hätte ich die Tom Landry Middle School zuerst gespielt, wäre das Thema jetzt schon erledigt gewesen. Schlimme Tina hätte das ganz alleine gerockt. Ne, er macht halt die schlimme Tina auf Platz 2. Auf Slot 2. Teufel Bobby heilt sich sowieso da vorne jetzt ständig hoch. Da kann ein Falconer Haley auch gar nichts dagegen machen. Und ich würde mal sagen, Ria Ria hat das Match jetzt schon verloren. Das dürfte eine glatte 100 werden, wenn alles einigermaßen läuft. Ich weiß jetzt nicht, was jetzt für eine Karte kommt. Aber wenn es gut läuft, ist die auch gleich wieder weg. Der Teufel Bobby ballert da oben Falconer Haley weg. Und je nachdem, was dann kommt. 53 Leben. Ja gut, das schafft jetzt die schlimme Tina leider nicht wirklich. 42. Aber auch ein Sexualkunde Peter hätte das jetzt nicht gepackt. Deswegen habe ich trotzdem die schlimme Tina gespielt. Ich werde jetzt hier die Fahrtschool Jimmy Jr. noch nebendran setzen, aber die wird jetzt gar nichts mehr machen können, weil vorne bereits der Teufel Bobby fertig macht. Das heißt also, keine glatte 100, 87 sind es geworden. Ein Match haben wir jetzt noch, und dann sind wir durch. Ja, Mann. Hammer. Mega geil. Ja, Leute, dann,
Ich mal sagen, das ist gut gelaufen. Schnusi, Schnusi, ja, jetzt muss ich es machen. Jetzt muss ich den Sexualkunde Peter spielen. Peter und Tom Landry Middle School sind auf jeden Fall eine gute Wahl. Jetzt irgendwo bei 45 oder so Schaden raus. Oh mein Gott. Das sind sogar 50 Schaden. Komm, ich muss es jetzt so rum machen, auch wenn mir das jetzt wirklich in der Seele wehtut, dass ich die schlimme Tina nicht spiele. Aber Sexualkunde Peter mit knapp 50 Schaden Schnusi hat 76 Leben. Das dürfte ein. Was ist das? Ein Elfer Henk? Ich bin jetzt gerade ein bisschen unsicher. So, auf jeden Fall jetzt hier die Peggy fast schon down. Und das ist mega wichtig. Das hier gefällt mir jetzt wiederum überhaupt nicht. Ich muss jetzt erstmal überlegen, was machen wir? Fahrtschool Jimmy Junior ist eine gute Wahl. Fahrtschool Jimmy Junior. K-Pop-Video, meine ich doch. Was erzähle ich denn da? Oh, Fahrtschool Louise ist es doch. Deswegen habe ich das gesagt. Du? So, Fahrtschool Louise, jetzt hier Mind Jalap. Und mit der Mind Jalap kann ich dann letzten Endes hier wirklich jetzt das Ding abschließen. So, da wird nämlich jetzt noch die Lila drauf gespielt. Dann haben wir Tropical Drinks. Und das war's. Jawohl, mega geil, 98 Punkte noch geholt. Ja, wenn euch das heutige Video gefallen hat, lasst mal bitte einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder an, wenn es wieder heißt Animations Throwdown mit mir immer gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.